Hallo und ganz herzlich willkommen bei einem neuen Video zu Feuerwehr. Und ich habe ein gigantisch tolles neues Feature für euch. Und zwar Feuerwehr ist ja eure kostenlose Feuerwehrverwaltungssoftware. Und ihr könnt ja bisher schon immer eure Fahrzeuge anlegen. Und die kann man jetzt auch reservieren. Dafür gibt es hier den neuen Bereich Fahrzeugreservierungen. Ich habe hier zum Beispiel schon mal einige Reservierungen angelegt. Und eine Reservierung, das ist ganz einfach. Die hat einen Betreff. Ein Startdatum, ein Enddatum, einen Verantwortlichen und einen Anfragestatus. Man wählt die Fahrzeuge aus, die man haben möchte, kann eine Notiz hinterlegen und dann ist alles cool. Als normaler Benutzer kann man auch so eine Anfrage stellen. Da kann man natürlich nicht den Status festlegen und man kann auch nicht eine andere verantwortliche Person hinzufügen. Also wenn ich jetzt hier als Sebastian hier so eine Anfrage erstelle, was weiß ich, brauche das Fahrzeug am 31.01.2023 bis, sagen wir, 18 Uhr und ich möchte die DLK gerne blocken, dann kann ich als normaler Benutzer das nicht auf bestätigt setzen. Ich kann das zwar editieren und ich könnte die Anfrage auch löschen, aber ich könnte sie nicht als bestätigt setzen. Auch wenn ich sie bearbeite, geht das nicht. Wenn ich wieder in mein Admin-Menü gehe, dann kann ich als Admin natürlich diese Anfrage sehen, kann sie auf bestätigt setzen und schon ist die Anfrage bestätigt. Als Admin kann ich auch einen anderen Verantwortlichen dafür hinterlegen und der ist dann verantwortlich für die Fahrzeugreservierung und für entsprechende Rückfragen. Das dazu, ihr seht natürlich, ihr könnt wechseln zwischen den zukünftigen und vergangenen Anfragen. Und könnt da praktisch dann euren Fahrzeugbestand effektiv reservieren, verwalten und wenn ein Fahrzeug geblockt ist, das natürlich auch entsprechend da festhalten. Das war's von mir. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und ich würde sagen, wir sehen uns die Tage wieder. Bis dann, danke, ciao!